Und damit recht herzlich willkommen zu einem kleinen Einblick hier zu Emergency. Nicht Emergency 1, 2, 3, 4, sondern einfach nur Emergency. Wir spielen hier ein kostenloses, sozusagen Free-to-Play-Spiel, das ihr einfach so auf Steam runterladen könnt, spielen könnt und los geht's. Das Ganze ist recht easy gehalten. Es gibt gewisse Währungen, die man sich hier in-game-technisch kaufen und erwerben kann. Dadurch finanziert sich dieses Spiel, hat aber natürlich einen gewissen Charakter des Grinds. Das heißt, ihr könnt nach und nach richtig schön gewisse Items farmen, sodass ihr dann hier unterschiedliche Karten sammeln könnt und nach und nach euch upgraden könnt, beziehungsweise dadurch gewisse Bonis in den einzelnen Runden habt. Außerdem könnt ihr natürlich auch, ne, wer da den einen oder anderen Euro zu viel in der Tasche hat, unterschiedlichste Skins kaufen, ob sie hier so Offroad-Skins sind, in unterschiedlichsten Farben. Oder auch das normale deutsche Skinpack, auch hier mit unterschiedlichsten Dingern. Es gibt Skins für Personen, es gibt Skins für Fahrzeuge, all das ist möglich. Und selbstverständlich gibt es eine Rangliste. Ihr seht hier oben, ich bin Level 7. Ich habe also schon ein, zwei Runden gespielt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja? Ich gehe einfach an einem Montagabend in die Koop-Spielsuche. Und es ist auf jeden Fall rundenbasiert. Also es geht darum, je höher hier das Level ist, desto mehr Einsätze müsst ihr abarbeiten. Und ein Stück weit gibt es halt auf den Maps unterschiedliche Schwierigkeiten oder unterschiedliche Wetterbedingungen, die halt die Einsatzlagen teilweise verändern können. So gibt es Windwechsel als Beispiel oder es gibt Hitzewellen oder auch hier zum Beispiel Regen etc. pp. Aber wir sind jetzt erstmal in Downtown und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach einmal an, was uns erwartet. Es ist auf jeden Fall deutlich schneller, deutlich ja, aktiver, dieses ganze Spielen, denn es kommen manchmal Paralleleinsätze. Es ist nicht so, ja, ihr werdet das gleich sehen. Auf jeden Fall gibt es ein sogenanntes Chaos-Level und jeder Einsatz generiert immer mehr und mehr Chaos-Punkte. Und es geht logischerweise darum, das Chaos-Level gering zu halten. Maximum wären 5000. Wenn man die 5000er-Marke überschreitet und das für eine gewisse Zeit, dann ist man sozusagen raus, hat verloren. Und die Schicht ist vorbei. Nun gut, ich hoffe, wir schaffen das und starten jetzt einfach einmal rein ins Spiel. Ach ja, genau. Bevor es losgeht, hier nochmal die Auswahl an unterschiedlichen Upgrades. Ich wäre einfach generell für automatische Sachen. Also alles, was irgendwie automatisch agiert, ist, glaube ich, ganz gut. Der werte Herr hat schon bereit gemacht. Und dann würde ich sagen, los geht's. Und man sieht es auch schon, wir haben schon den ersten Einsatz. Unfall am Kreisel. Wir müssen insgesamt 5 Einsätze abarbeiten. Und wir haben hier immer vorgefertigte Parkpositionen. Also es ist nicht so, dass man einfach immer machen kann, was man will. Oh, sehr gut, er holte schon mal die Sheriffs. Ein Traum. Und ihr seht es schon, das Chaos-Level steigt jetzt hier in der Übersicht mit dem Chaos-Meter immer nach und nach weiter an. Okay, er übernimmt hier die... Erwarte Anweisungen. Er übernimmt hier die einzelnen Personen. Unterwegs. Erwarte Anweisungen. Erwarte Anweisungen. Okay, wenn er den macht, kann ich hier meine Fahrzeuge schon wieder zurückbringen und man sieht das hier ganz schön. Man hat links oben die Übersicht an Fahrzeugen, welche alle raus sind und ihr werdet das gleich sehen. Wenn ich meine Fahrzeuge zurückschicke zum Hauptquartier, dass ich eine Art Cooldown habe. Man sieht es jetzt hier, ne, anhand der Sekunden. Nach und nach habe ich hier immer mehr und mehr Cooldown. Und das sorgt dann dafür, dass ich nicht konstant Truppen immer rufen kann, beziehungsweise sie wieder zurückschicken kann, sondern ich immer eine gewisse Zeit warten muss. So, er schickt den hier einmal zurück. Wir versorgen hier noch die eine Dame hier, die Person, bis es dann gleich weitergeht. Es kann jetzt natürlich sein, dass ein paralleler Einsatz aufploppt und wir dann agieren müssen.
Je mehr Leute mitspielen und je höher das Level ist im Endeffekt, desto höher ist ja auch die Rate oder besser gesagt die Anzahl an Einsätzen, die es abzuarbeiten gilt. Neuer Einsatzbefehl. Ja, und ihr seht da schon hier, zack, Explosion auf der Baustelle. Das heißt, wir schicken hier einfach mal ein paar Einsatzfahrzeuge hin. So. Sind unterwegs. Angekommen. Unterwegs zum... Patient wird abtransportiert. So, und während hier die ersten Fahrzeuge schon mit den Löschmaßnahmen beginnen, würde ich sagen, beginnen wir auf jeden Fall damit, hier erstmal die Schaulustigen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Und natürlich auch hier mit der technischen Hilfeleistung. Bereit. Fahrzeug in Bewegung. Auftrag. Erwarte Anweisungen. Bestätige. Bereit. Bestätige. So, da wird einmal das Auto geschnitten. Die können wir zurückschicken. Und das haben wir gleich geschafft. Ihr seht es schon. Sein Tanklöschfahrzeug hier ist noch komplett voll. Das hier auch, das hier nicht. Woran liegt das? Es gibt hier alle paar Plätze hier so ein Icon mit so einer, mit so einem Tropfen. Und wenn ich jetzt hier mein Fahrzeug drauf schicke, dann seht ihr, dass sich ganz langsam mir dieser weiße Balken auffüllt. Das liegt einfach daran, dass dort sozusagen Wasserversorgungsplätze sind. Selbiges zählt hier auch jetzt für den Feuerwehrwagen, wie er sich hier nennt. Ja, sobald er hier auf so einem Platz steht, habe ich auch die Möglichkeit, mit Schnellangriff zu arbeiten. Nun gut, hier einmal das Personal wieder zurück. Da auch das Auto einmal wieder zurück, denn gleich kommt hier auf jeden Fall der ein oder andere neuer Einsatzbefehl eingegangen. Der ein oder andere Einsatz rein. Hier, zack. Fahrzeug. Ein Fahrzeug, das in ein Trafohaus gefahren ist. Sind unterwegs. So, hier können wir natürlich gleich die Fahrzeuge hinsenden. Und jetzt haben wir natürlich die Gefahr der Elektroanlage, die dort ist. Und unser Vorteil ist, wir sehen ja halt ganz klar den Radius und dieser wird natürlich größer, je höher die Schadenslage ist. Zielort erreicht. Oh, sehr gut, das Feuer ist schon aus. Das heißt, da brauchen wir gar nichts mehr groß machen. Wir können auch die Schaulustigen wegschicken. Rufe Personal. Kehre zur Basis. Kehre zur Basis. Patient wird abtransportiert. Und was jetzt hier ein wenig hektisch wirkt, ist im Endeffekt die Abarbeitung der einzelnen Missionen. Und was ich halt nur sagen kann, dafür, dass es Free-to-Play ist, kann ich da, finde ich, auf jeden Fall nicht meckern. Bereit. Fahrzeug in Bewegung. Erwarte so. Anweisungen. Wird gemacht. Hier einmal die Personen, die wir aufnehmen können. Erwarte Anweisungen. Bereit. Kehre zur Basis. Dann können die hier nämlich schon wieder zurück. Damit wir hier die einzelnen Fahrzeugslots frei haben. Und ihr seht es schon, wie auch bei Emergency 4 haben wir im Endeffekt wieder die vier großen Hauptkategorien. Wir haben einmal die Brandbekämpfung, sprich die Feuerwehr. Wir haben den Rettungsdienst. Feuerwehr hat hier ein Tanklöschfahrzeug mit Dachwerfer. Wir haben eine Art Rüstwagen, beziehungsweise eine Art Löschfahrzeug. Einsatzbefehl eingegangen. Haben eine Drehleiter, haben einen RTW und ein NEF. Auftrag ausgeführt. Unterwegs zum Einsatzort. Als auch wieder Kräfte des THW. Sind unterwegs. Zielort erreicht. Zielort erreicht. So. Sind unterwegs. Noch mein Kran hin. Patient wird abtransportiert. Höre. Unterwegs. Angekommen. Bereit. So, jetzt geht's halt darum, hier dieses Tor nach und nach aufzubrechen. Und da einen Zugang zu schaffen, damit hier. Damit hier am Ende des Tages unser Fahrzeug vorrücken kann. Und wir mit dem Kran hier dieses Flugzeug bergen können und dann halt auch mit den Rettungsmaßnahmen beginnen können. Feuer ist auf jeden Fall schon mal aus, das ist ein Traum. Unterwegs zum Höre, verstanden. Also jetzt den Kran vorschicken. Bereit. Kehre zur Basis. Bereit. Fahre los. Den RTW hier mit zu. Und dann haben wir auch gleich wieder einen Slot frei. Mit dem können wir dann natürlich einen Notarzt zur Einsatzstelle nachfordern. Wir haben hier die Polizei, wir haben hier so ein gepanzertes Fahrzeug in Form von
von SEK-Einheiten, die halt dann bei Geiselnahmen oder größeren Schießereien zum Einsatz kommen könnten. Bereit. Höre. So. Erwarte Anweisungen. Wird gemacht. Sehr gut, er schickt da seine Person hin. Erwarte Anweisungen. Wird gemacht. Hier einmal noch den Verletzten versorgen. Unterwegs. Höre. Und dann können wir hier gleich in Stellung gehen und die Person aus dem Flugzeugwrack befreien und dann halt logischerweise noch weiterhin verarzten und behandeln. Verstanden. So. Höre. Auf. Bereit. Unterwegs. Bereit. Und jetzt können wir auf jeden Fall den Kran einmal zurückschicken. Kehre zur Basis. Und ihr seht, so nach und nach arbeitet man halt die Einsätze ab. Und man hat immer einen Wert, der wird natürlich einen Chaoswert, der wird natürlich, je mehr man abarbeitet, immer geringer. Zeitgleich haben wir den Vorteil, dass wir hier diese Punkte, die hier im Chaosmeter aufsteigen, natürlich weiterhin minimieren können. Und wir halt dadurch im Endeffekt ein angekommen. Fehlschlagen der Schicht sozusagen. Bereit. Auftrag ausgeführt. Ja, gleich ausschließen können. So, auf jetzt einmal hier. Bestätige. Die Person aufnehmen. Erwarte Anweisung. Steiger. Bereit. Kehre zur Basis zurück. Rufe Personal zurück. Und dann haben wir auch diesen Einsatz, den Flugzeugabsturz im Stadtpark, schon erledigt. Und so sind es halt unterschiedlichste Einsatzstellen. Manchmal ist es nur ein Kleinbrand und manchmal hat man, oder habe ich zumindest häufig das Gefühl, die ganze Welt brennt. Gerade, ich weiß gar nicht, ob es unterschiedliche Maps gibt. Da bin ich noch nicht so spielerfahren. Aber ich hatte auf jeden Fall einen Einsatz, der war doch etwas größer. So, hier brauchen wir einmal die Pol plus den Kran. Der Kran kommt schon. Dann schicke ich nochmal einen Rettungswagen hin. Erwarte Anweisungen. Erwarte Anweisungen. Also hier die Pol einmal für die Schaulustigen. Den Kran, der ist ja bereits vor Ort. Angekommen. Höre, bestätige. Bereit. In Bewegung. So, und jetzt warten wir einfach darauf, dass hier dieser Tannenbaum angehoben wird, sodass ich hier die Person behandeln kann. Wird den jetzt hier schön wieder auf den Laster draufstellen. Zack. Wird gemacht. Einmal behandeln. Rufe auch die Personal Person einmal zurück. Kehre zur Basis zurück. Und es ist halt, sage ich mal, ein ganz schöner Zeitvertreib, so für nebenbei. Einfach mal ein, zwei Runden zu spielen. Und ich meine, ihr habt es ja jetzt gesehen, ne? 5 Einsätze gilt es hier auch abzuschließen. Es gibt auch deutlich mehr, ne? Wo man dann über 20 Einsätze abarbeiten muss. Und da sieht man natürlich, irgendwann steigt dieses Chaosmeter natürlich nach und nach an. Auch wenn wir jetzt hier keinerlei weiteren Anstieg mehr haben. Und sobald wir jetzt hier diesen Einsatz abgearbeitet haben, können wir halt hier nochmal 70 Punkte weiterhin minimieren. Aber je höher im Endeffekt die Zeiten sind, beziehungsweise die Einsätze, desto schwieriger ist es natürlich auch, diese 5000er-Wertung nicht zu überschreiten. So, und man hat es gerade gesehen, ne? Wir haben auch wieder ein THW oder wie es sich hier nennt, ein Tech-Team für technische Hilfeleistungen. Sprich einmal ein Ingenieur als auch ein Kranwagen. Nun gut, jetzt gibt es hier diese Sammelkarten, ne? Von der wir hier jetzt unterschiedlichste Sachen auswählen können, die Belohnung mitnehmen und dann im Endeffekt wieder im Hauptmenü landen. Hier sehen wir nochmal unsere Top-Leistungen. Das heißt, wir haben die meisten Leichtverletzten behandelt, wir haben die meisten Verletzten abtransportiert und die meisten Schaulustigen von der Einsatzstelle fortgejagt. Waren der wichtigste Spieler oder der, der am meisten hier gemacht hat. Das ist natürlich ein Traum. Und damit können wir einmal zurückgehen hier, ne? Also wie gesagt, das Ganze finanziert sich wirklich komplett hier über Ingame-Käufe, ne? Ihr seht es hier schon, dieses Blaue, ne? Hier oben, diese Währungen, das sind im Endeffekt die Echtgeldwährungen hier, ne? Unterschiedliche Avatars, die man
anwenden kann, unterschiedliche Fahrzeugpacks oder halt auch irgendwelche Bonis, die man sich theoretisch kaufen kann, wenn man denn da Lust drauf hat. Ich persönlich finde, dass man es nicht unbedingt braucht. Umso länger dauert es natürlich, gerade die einzelnen Level hier aufzusteigen, denn mit so einem XP-Boost als Beispiel geht das natürlich deutlich schneller. Nichtsdestotrotz ist es halt ein ganz nettes Spiel hier. Man kann einfach recht schnell in ein zufälliges Einsatzgebiet reisen, kann dort dann Koop-Missionen, also mit anderen Spielern auf der Welt, das Ganze abarbeiten. Oder natürlich auch im Einzelspieler. Da empfehle ich wirklich, wenn ihr Einzelspieler spielt, hier die ungefähren Empfehlungen einzuhalten, denn sonst wird es echt recht schwierig. Und hier sieht man schon, wir haben hier als Beispiel die Modifikation Sturm, ne, eine leichte Brise, die da aufläuft. Und dadurch haben wir, oder gibt es natürlich hier auf den einzelnen Maps, dann gewisse erhöhte Schwierigkeitsfaktoren, indem als Beispiel bei Sturm sich beispielsweise das Feuer einfach schneller ausbreiten könnte. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ich hoffe, es war so ein kleiner Einblick hier in Emergency. Die Einsätze, die jetzt da waren, waren natürlich noch nicht das Maß der Dinge. Ja, es gibt da noch viel mehr, viel größere Brände, stückweit sogar mit Personenrettung über die Drehleiter, was natürlich im Endeffekt so abläuft, dass ihr die Drehleiter in Stellung bringt, die Leute dann vom Feuerwehrwagen auf den Korb der Drehleiter hochschickt und dann heißt es halt, einen gewissen Moment warten und hoffen, dass die Personen so gut wie unverletzt runterkommen, ansonsten müssen sie halt behandelt werden und je länger ihr wartet, um einzelne Aufgaben im jeweiligen Einsatzabschnitt abzuarbeiten, desto höher entwickelt sich dieses Chaosmaß und desto schwieriger wird es am Ende des Tages, diese Einsatzstellen abzuarbeiten. Das nur so am Rande. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ist halt, wie gesagt, mal was A, kostenlos ist, gibt's auf Steam. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und B, halt einfach ein kleiner, netter Zeitvertreib ist. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bald in einem weiteren Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.